Hallöchen, meine Freunde, willkommen jetzt zurück zu DayZ. Nach ungefähr, lass mich nicht lügen, 2 Monate. Ja, Pause muss sein. Ich hatte eine kleine Pause, eine schöne Sommerpause. Muss ja auch mal sein. Und in DayZ hat sich natürlich auch einiges geändert. Oh, 2 Monate nicht gespielt. Ich habe ja alles vergessen, ne? Nur mal so am Rande. So, genau. Erstmal gucken. Ich bin komplett raus, ja. Ein paar Sachen habe ich mir wohl gemerkt. Aber nur ein paar. Ah, ich bin ja gespannt. Momentan läuft ja auch die 1.22 Experimente. Da gibt es anscheinend. Nicht anscheinend, es gibt eine neue Taschen, ne? Rucksäcke glaube ich gar nicht. Ich glaube, solche kleinen Taschen, dass man zum Start direkt ein bisschen mehr mitnehmen kann und auch direkt am Anfang halt die Möglichkeit hat, ja, eine Tasche zu finden und ein paar Sachen mehr mitzunehmen. Und ein Boot. Wo ist hier kein Loot? Wie war das denn doch? Oh, 2 Monate kein DayZ. Das ist schon ein bisschen... Ja, und natürlich... Ich konnte mir jetzt noch nicht so alles merken, wo ich jetzt bin. Ich muss, oh Gott. Wenn man erstmal nicht gespielt hat, dann vergisst man so einiges. Besonders ich, ja. Und, aber ihr seid ja da. Ich hoffe, ihr seid noch da. Nicht, dass ich ganz alleine hier bin. Ihr wisst doch, ihr müsst mich doch wieder an die, ihr müsst mich doch an die Hand nehmen und dann, ja. Gleich die Frage. Direkt. Wir machen jetzt mal eine kleine Umfrage. Ich glaube, ich werde direkt auch noch im Community-Bereich auch nochmal eine Umfrage starten. Wollt ihr mal, dass ich so auf dem Server spiele, wo es halt gemischt ist? PvP versus sozusagen, nicht versus, also zusammen mit PvE. Oder was habt ihr lieber? PvP oder doch lieber PvE oder andersherum? Ihr könnt mir gerne hier einen Kommentar da lassen. Wie auch immer oder auch später halt in der Umfrage. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Was mache ich denn jetzt zuerst? Nein, ich gehe aber nicht zuerst angeln oder so. Ich muss wieder reinkommen. Orientierung lasse ich jetzt auch mal. Wir gucken erstmal wegen Essen. Ich bin auch auf so einem offiziellen Server. Muss man natürlich mit Hackern und... Ich glaube, ich bin in der Nähe von Berezino. Baustelle kommt mir bekannt vor. Ja, offizielle Server muss man immer mit Hackern und Wrecker. Also mit Hackern muss man rechnen, kann man rechnen. Mit kompletten Neuanfängern natürlich und... Alles Mögliche halt. Was haben wir denn hier? Schwach isoliert, aber wegen... warte mal, das ist da auch schlecht isoliert. Das ist schwach. Was ist jetzt besser? Schlecht? Was ist schlechter? Schlecht isoliert oder schwach isoliert? Würde man sagen. Kill me, man. Kill me. Kill me. Ja, ich kill dich ja schon. Komm, hier, komm, bom, bom. So, bitteschön. Danke für deinen Apfel. Fängt ja gut an hier. Kill me, kill me. Das Englisch verstehe ich auch noch. Kill me, man. Kill me, man. Kill me, man. Das ist ein Zombie, okay. So, ich habe PvP gemacht. Dann kann ich die Folge ja eigentlich beenden. Da läuft die auch wieder überhaupt. Seid ihr überhaupt da? Muss erst mal gucken hier. Ich habe gar nicht so viel Speicher, sehe ich gerade. Aber ich glaube, für die erste Folge reicht das heute. Für die erste Folge und dann mache ich wieder 2 Monate Pause. Nein, mal gucken. Ich glaube, die letzte Serie waren, glaube ich, nur 3 Folgen. Aber hier mal wieder, komm, fängst wieder komplett neu an. Man ist ja so ein bisschen raus. Darum lieber, ja. Neu anfangen. Hat er denn jetzt noch Klamotten? Ich lasse mir auch Zeit, ey. Ihr habt noch Zeit. Beschädigt die Schuhe. Meine Schuhe, ey, das ist das gleiche, was ich anhab, ne? Schauen wir mal. Ach, guck mal hier. Da haben wir doch schon mal ein Rohr. Hab
Habe ich einen Slot mehr? Kann das sein? Gibt es einen Standard-Slot mehr? Gab es da nicht immer Standard 3 Slots? Bin verwirrt. Das letzte Update. Ich glaube, ein Daisy-Update habe ich nicht mitgenommen, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gerade mal überlegen. Auch, ach so, wenn da hinten die Küste ist, müsste da hinten. War klar. Was wäre. Oh! Oh! Das mit dem Blocken, das ist aber nicht schlecht. Also, das habe ich nicht verlernt. Hier, warte mal, 4. Oh, wie war denn das? Wenn ich jetzt einen Stein finde. Warte, ich habe ein Messer. Das ist eine Kuh, ne? Sind die immer noch so schnell? Sollen wir es mal wagen? Oder? Boah, jetzt direkt eine Kuh schlachten. Ich kann doch jetzt keine arme Kuh schlachten. Das lohnt auch gar nicht. Ich kann doch gar nichts mit. Das ganze Fleisch kann ich doch gar nicht mitnehmen, ey. Alles gut, ich tue dir nichts. Alles gut. Ja, alles gut. Gerade mal am Pilz geschaut. Ein Pilz da. Wollte ich auch nicht gucken, ob hier ein Apfel oder eine Birne liegt, weil das da vorne sind Birkenbäume. Beresino, Elektro. Ich denke mal eher Beresino. Einfach mal wieder ein bisschen rumlaufen in Daisy, was erleben. Einfach mal gucken, ne? Einfach mal gucken. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Da. Bist ja vorhin gekommen. Das wollte ich eigentlich so machen, glaube ich. Wollte. Ja, okay. Oh, ein Hühnchen. Hühnchen. Ein Hühnchen. Oh, da wird auch geschossen. Oh, da wird schon wieder geschossen. Oder. Halle, was mache ich denn da? Da. Bitte. Zack. Genau, Handwickel. Improvisierte Handwickel sind doch immer sehr, sehr schön. Haben wir dort nämlich schon mal erledigt. Warum hatte die jetzt noch in. Ach so. Diese Richtung, okay. Guck ich.
Da war doch nichts mehr, ne? Geht das nämlich wieder los? Egal, dann gucke ich lieber nochmal. Aber schnell. Ich möchte eigentlich. Was mit hier mitten auf dem Feld? Nimm mal mit. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Das ist Beresino, ne? Der Krachter. Hühnerfedern. Ah, ja, da war ja was. Kann man ja Pfeile jetzt herstellen. Ah. So, warte mal. Dass wir das schon mal haben hier. Oh, wie ging denn nochmal das Knochenmesser? Knochenmesser herstellen. Brauche ich jetzt zwar... Warte mal, brech das mal ab. Ich überlege gerade wegen Angelhaken. Sind ja eher Angelhaken beim Messer. Habe ich zwei... Hallo? Zwei Stück... Da mache ich schon mal Angelhaken. Habe ich das dann schon mal erledigt? Junge, wird der ballert. Gut, dass ich jetzt nicht da bin. Ach so. Ruiniert. Schleifstein, ja, das ist natürlich... Ich glaube, die zwei, die reichen. Zwei Angelhaken. Obwohl, warte. Knochenmesser? Ich wollte gerade die... Ich wollte gerade entsorgen. Nein, nein, wir machen noch ein Knochenmesser. So, jetzt haben wir ein Knochenmesser. Die Knochen können wir ja noch behalten. Okay. Oh, ich möchte jetzt erstmal einen Rucksack oder so finden. Ich glaube, hier war ich schon drin. Mit Klamotten wegen Seile. Seile herstellen. Teildraht. Ich wusste es doch. Glauben hatte ich vergessen zu erwähnen, ne? Hallo, hallo, da war doch, glaube ich, noch eine trockene. Ja. Ich kann wieder nicht essen, wenn ich hier... Den Besen können wir zerlegen. Haben wir hier schon mal... Alter, kriege ich ja gar nicht mit, glaube ich, das Holz. Ja, toll. Ist ja nix.
Katzenfutter Konse. Okay, komm. So, zack. Oder auf eine Tür stehen ist auch immer so eine Sache, ne? Also. Erstmal wieder reinkommen, erstmal wieder warm werden. Dauert ein paar tausend Folgen, aber ne? Schauen wir mal. Ist ja so sehr ergiebig, ne? Das ganze Futter. Mach doch mal die Tür zu. Danke. Rucksack hätte ich gern. Einfach nur ein Rucksack. Wenn ich was übersehen sollte, gerne auf die Finger hauen und schreiben, da Minute so und so lag da sowas Schönes, das hast du übersehen. Irgendwo ein Hochsitz oder so, bestimmt. Na gut. Schwach isoliert. Ah, ich überlege gerade, warte mal, wegen Seile herstellen. Brauch 6. Kann ich die eigentlich stacken hier? Nein. Kann ich, warum ich hier 2 Lichter habe? Das eine hätte ich schon längst entsorgen können. Hühnerfedern. Kann man da einfach die Stöcker und dann die Federn? Nein. Muss man die Stöcker jetzt anspitzen? Bolzen herstellen. Alles klar. Fehlt aber natürlich die Armbrust noch, klar, ne? Rinde würde ich immer holen. Vielleicht könnte man ein Feuerchen machen und... Ich würde aber lieber landeinwärts laufen wollen. Habe ich das Messer nicht ausgewählt? Nehmen wir das hier. Einsammeln dunkle Rinde. So, ich brauche 2, ne? Ich brauche, glaube ich, noch was zum Anzünden. Nimm mal lieber 2 mit. So. Ja, kein Platz für das Messer hier. Ach so, das habe ich ja da. Ich muss halt...
Und dann eine Tanne anbringen ist... Das habe ich auch noch. Also ich habe mir ja Sachen gemerkt. Das ist ja nicht, ne? Lagerfeuer und eine Tanne hinstellen, dann sieht man die Rauchentwicklung nicht so. Aber wir machen, komm hier, wir machen noch hier. Wände machen wir das mal richtig hier, dass jemand kommt oder so. Platzieren. Kann ich das Holz auch direkt noch da rein? Warte, ich muss auch noch den Stock. Den muss ich ja auch. Ach nee, den brauche ich ja jetzt gar nicht. Oh, Feuerbohrer, jetzt kommen die Zombies da noch an. Egal. Versuch's gleich mal durchs Fenster. Die zu erledigen. Tür auf, ne? So schöne Jacke an, die hätte ich gerne. Komm, egal. Auch nicht schlecht. So, der andere müsste eigentlich auch noch einen Schlag umfallen, eigentlich. Ach nee, das war ja... Ich habe nichts gesagt. Das war ja der vorige Zombie. Also nicht der vorige, sondern der andere Zombie. Der davor. Guck mal, oh, hallo. Was ist hier los? Das ist ja auch, oh, das ist ja auch nicht schlecht. Gehen wir erstmal... Ich würde den Feuerbohrer haben. Hier liegt der irgendwo. Ja. Okay, mach so. Gar nicht hier oben geguckt, ne? Wenn jetzt hier eine Waffe gelegen hätte, was haben wir denn da? Nochmal 19er Munition. Nehmen wir natürlich auch mit. Und das machen wir natürlich auf. Ja, komm. Bei euch wieder irgendwas explodiert. So, dann gehen wir mal Rauchzeichen machen. Dass wir nicht so alleine bleiben hier. Ich will gerade mal was testen hier. Mal gucken, wie sieht das überhaupt aus. Ist schon intensiv, ne, so ein bisschen. Aber von wo? Ah, von weiter weg. Ja, gucken wir mal. Gleich mal. So. Noch nicht durch. Schade, kein Rucksack. Und deswegen ist auch gut wegen die Experimente, dass man öfter an Taschen kommt. Oder halt was öfter, schneller, halt ein bisschen schneller, wenn man halt für den Anfang
so Umhängetaschen hat und dann ein bisschen mehr mitnehmen kann. Und ich versuche immer ein bisschen jetzt auch mal immer in Bewegung bleiben. Gar nicht lange irgendwo sitzen oder so. Aber sterben würde ich sowieso irgendwann. Von daher. 90 Grad ist noch zu hoch, ne? 90 Grad. Grad. Jo, mit eigentlich sicherer, ne? Außer von draußen wäre einer, könnte durch dieses Fenster schießen. Die Zeit, die läuft ja auch wieder in Daisy, ne? Wir kratzen schon wieder an der 30-Minuten-Marke. Naja, für die erste Folge nach zwei Monaten. Nicht drei. Geht das schon? 80. 70. Oh, habe ich das vergessen rauszunehmen? Dauert aber länger, bis es abkühlt, ne? Habe ich so. Also habe ich so das Gefühl. Dreh dich doch mal. Zack. 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 Ich möchte hier eigentlich jetzt gleich mal weg. Sonst schmeißen wir das unterwegs raus. Ich möchte eigentlich nordwestlich, müsste ich mich in diese Richtung wieder halten, an diese Richtung, aber. Hier oben haben wir noch eine Straße, da können wir noch ein, zwei Häuser mitnehmen. Genau, da oben. Der berühmte blaue Wanderweg. Wer kennt den nicht? Möchte ich eigentlich folgen. Da oben haben wir zwar Häuser, aber ich möchte eigentlich mal dem Wanderweg folgen und eventuell kommen wir ja dann zum Lager oder so. So, was haben wir? Das ist 60 Grad. Oh, das ist noch in Ordnung. Na, eigentlich möchte ich weiter rechts hoch. Ups, da war die Leiste weg.
war doch was. Nee, doch nicht. Ach, die Tür. Komm, egal wen im Weg, wir laufen jetzt erstmal so weiter. Ich gucke hier immer wieder, aber es könnte mal sein, dass hier echt ein Appel liegt. Ein Appel. Wollen wir hier rüber? Doch. Nicht gerendert. Ich dachte gerade, was ist das denn so komisch? Sah aus wie ein Tier. Hätte das gedacht, ein Bär? Ich freue mich jetzt schon auf die Wölfe. Gerade einen Schuss gehört, weiter Ferne. Diese Richtung meine ich. Da ist er wieder im Walde unterwegs. Bräuchte jetzt einen Hammer, ne? Dann könnte ich hier immer einen Stein draus kriegen. Mit einem grünen T-Shirt, wäre ich ein bisschen getarnt, ja, ne? Aber das sollte ja besser. Oh Gott, ich muss hier. Ist hier kein Hochsitz oder was? Hinten ist bestimmt einer, aber bis dahin rennt er nicht. Ich will ja eigentlich da, das ist, meine ich, Richtung Westen. Hier ist so eine schöne Ecke, da müsste doch ein Hochsitz sein.
Hm, hätte doch schon rendern müssen, aber ich glaube, hier ist keine. Denn er ist hier oben geradeaus hoch. Da, hier ist gleich einer. Pass mal auf. Oh. Ich überziehe, aber ich glaube, ich muss die Folge gleich beenden. Das wird zu extrem. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee, ne? Okay, ich werde auch nicht vorproduzieren. Ich werde jetzt erstmal diese Folge rendern und gespannt auf eure Rückmeldung warten. Ich suche mir hier mal ein Plätzchen hier im Busch. Einfach hier rein. So, mich sieht ja keiner. Der Baum ist ja auch weiß. Ja, hat mir schon wieder sehr viel Spaß gemacht. Also direkt Lust, jetzt noch eine zweite Aufnahme zu machen. Werde ich nicht warten. Werde ich nicht machen. Eine zweite Aufnahme jetzt direkt. Werde auf eure Rückmeldung warten. Auf eure fleißig, auf eure Kommentare, sagen wir es mal so. Ja, erstmal wieder dran gewöhnen hier. Ja. Ich hoffe, dieses kleine, kurze Video hat euch gefallen, genauso sehr, wie es mir gefallen hat. Ich habe wieder Lust, auch auf der See mit euch zusammen so ein bisschen durch die Gegend laufen. Ihr gebt mir natürlich wieder fleißige Tipps. Und aber man hat es ja gesehen, ich habe mir ein paar Sachen auch gemerkt. Ne? So ist es ja nicht. Zwar nicht alles, aber gucken wir mal. Ja, so, ich glaube, ich habe genug geschwafelt für diese Folge. Danke fürs Einschalten. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.